paar von euch wissen ja, dass ich last weekend habe ich geheiratet. And weil ich geheiratet habe, habe ich many, many wedding gifts bekommen. And if you follow our Instagram page, you know, you've seen, dass ich very leckere Bierchen geschenkt bekommen habe. Und die testen wir heute. Oh. Das hier ist aus Hessen das Gute. Bier aus dem Herzen Europas. Jeder Schluck aus Liebe, ein Stück Hessen. Bam. Look. Gute. Deswegen, Titschmasare. Oh, falscher Dialekt. Pardon. Prost, nicht? Wenn ich dieses Bier trinke, in mein Herz, es macht diese. Köstlich, mundig. Very, very nice. Wenn für euch der Ton ein bisschen zu laut, sagt bitte Bescheid. Du kennst jemanden, der da arbeitet? Mach mal ein paar Bierchen fit. Was ist da los? Zu leise das Game oder ich? Warum? Ich wette, gleich gibt's Riesenfetzerei und dann ist euch zu laut. Mark my words, Alter. Wird man nachher in YouTube nix hören? Sifs und Thors Gemach. Zu Hause würden sie ausflippen, wenn sie wüssten, dass ich hier bin. Moment, was mache ich hier drin? Was mache ich hier drin? Let's have a look, was Sith und Thor hier so rumtreiben. Bam, bam, bam. Lausche. Es ist viel komplizierter, als du glaubst. Du brauchst nicht zu wissen, warum Dinge... Ich bin alt genug. Hier geht's nicht um dein Alter. Worum geht es denn dann? Denn zu dieser Zeit wurden Magni und Modi wurden auf den Weg geschickt, der zu ihrem Tod geführt hat. Ich verstehe nicht, weil du es nicht versuchst. Dann hilf mir. Warum willst du unbedingt denselben Weg einschlagen? Und dann auch noch mit diesem Jungen. Um ihn geht es nicht. Ich... Das ist mein Traum. Hast du denn nie... Du bist nicht irgendeine Hofmagd. Wir sind Asen. Wir haben Pflichten, keine Träume. Und du musst das endlich begreifen. Manchmal hasse ich dich. Uff. Harder words for the mama. Harder, harder words. Nicht hier. Vielleicht ist Odin in seiner Bibliothek. Ist das alt oder müssen ihn die Maler jung malen? Ach, was ein Bild vom Odin. Holy son of a cow. Was meinst du denn damit? Ich verstehe es einfach nicht. Die Maske, den Riesen herzubringen, der meine Söhne getötet hat. Warum? Ich kann es dir erklären, aber ich kann es nicht für dich verstehen. Hör auf, deine Frau für dich denken zu lassen. Sie trübt das bisschen Verstand, das du noch hast. Hier geht's nicht um sie. Nein, es geht um deine eigenen Grenzen. Finde dich mit ihnen ab. Geh doch etwas zertrümmern, Ganz ehrlich, als Trunkenbold warst du mir lieber. Uff. Einfach seinen eigenen Sohn als Trunkenbold zu bezeichnen. Loki, komm her. Er nennt uns Loki.
Ich hab's endlich verstanden. Hier hast du Ymir getötet. Nicht wahr? Wer ist Ymir? Den ersten Riesen. Ah. Sag mir, kann man einen Erdrutsch töten? Einen Sturm ersticken? Er war mehr eine Naturgewalt, ein Gefäß der Macht. Ich war jung, töricht. Sah eine Gelegenheit, etwas Großes zu schaffen. Du hältst es sicher für grausam, aber ich musste es tun, um die Meinen zu schützen. Warum steht dein Haus hier? Was ist da drin? Wenn ich dir trauen soll. Ich will es dir sagen. Damals, nach Ymirs Tod, da sah ich etwas, den Riss. Vielleicht der Geburtsort der Realität. Ich sah hinein. Und da war etwas, das meinen Blick erwiderte. Es flüsterte. Dinge, die ich nicht annähernd verstand, aber ganz sicher die Wahrheit. Als es mich blendete, dachte ich, das war's, dass ich nie wieder hineinsehe. Und dann fand ich das. Und ich wusste, dass dies mir endlich die Antworten geben würde. Weißt du, Junge, ich weiß nicht, wohin ich gehe, wenn ich gehe. Für mich gibt es kein Valhalla. Ragnarök kann nicht das Ende sein. Ragnarök. Ich muss wissen, dass da noch mehr ist. Ich muss wissen, was mit mir passiert. Und das ist die Wahrheit, die ich schwöre. Bei meinem letzten guten Auge. Das ist die Wahrheit. Hat bestimmt so ein Nick Fury-Auge. Mit Katze rausgekratzt. Die Inschrift hier. Da steht kalter Atem. Atem. Wind. Das ist sicher Helheim. Helheim, sagst du. In Ordnung. Uff. Und ich weiß auch, wer dich am besten begleitet. Die Schickste. Ich wusste's. Ich denke, ihr zwei kommt mit der Verantwortung zurecht. Verlass dich auf uns. Vermassle mir das nicht. Oh, fast vergessen. Heimdall wird euch begleiten. Digga, nein! So kein Bock auf dieses Gulasch-Face. Welch ein Privileg. Welch ein Privileg. Für ja, uns alle. Dich. Vater! Du willst nicht ohne das hier die klirrende Kälte Helheims betreten. Every Lau. Das sollte dich schön warm halten. Gern geschehen. Mir meint, nicht mal Odin überlebt Helheims Kälte. Glaubst du alles, was die alte Ziege sagt? Frut, schade, dass dein erster Ausflug ausgerechnet nach Helheim ist. Ah, wir machen das Beste draus. Golden! So gerne ich auch auf euch Kinder aufpassen würde, ich muss etwas anderes für den Altvater tun. Wenn ihr in Schwierigkeiten geratet, dann schreit, damit ich eure Leichen finden kann. Er ist so ein Arschloch. Finden wir das Maskenteil. Thrud, Beste. Ich werde diesen Kampf gegen Heimdall so genießen. So genießen. Zunächst einmal sind Hehlläufer nichts im Vergleich zu Valkyren. Außerdem dachte ich, du glaubst mir nicht. Ich werde den Kampf gegen Heimdall so genießen. Scheiß auf Odin, scheiß auf Thor. Heimdall ist derjenige, deine Chance, den ich killen will, Alter. Den nehmen wir mit. Wie aufregend! Schade, dass dein erster Ausflug zur Tangentalendung ist. Ja, Mann. Ich glaube nur nicht, dass Großvater sie verdarb oder die Verwüstung in Midgard verursachte oder alle Riesen töten ließ. Habe ich was vergessen? Ziemlich viel sogar.
Angreifer! Ich mach das! Was? Soll ich einfach nur zusehen? Auf keinen Fall! Lass mal! Bam, bam, bam. Wow, die ist echt gut. Gaulver! Oh. Ich muss ja sagen, diese Krieger sind nicht so schwer zu bezwingen. Die Peanut auch dabei. Bam. Bam. Ein weiterer Hufflepuff ist dem Chat beigetreten. Nein, Quatsch, ich bin kein Hufflepuff, du bist ein Löwenklauch. Uff. Sorry. Pardon. Also, welche anderen Verbrechen hat mein Großvater verbrochen? Mal sehen. Er hat Vanahim verwüstet, Tyr gefoltert, Groa ermordet, Dimir getötet und vieles weitere. Interessant. Und wer hat dir das erzählt? Es waren Freya und Mimir. Oh, also seine verräterische Ex-Frau und ein verbitterter ehemaliger Berater. Klar. Ich weiß, dass du mir nicht glaubst, aber... Nein. Entweder redest du Blödsinn oder du bist ein Heuchler, weil du ihm hilfst. Konzentrieren wir uns auf die Mission. Da hat sie allerdings recht. Entweder du laberst Scheiße, Loki, oder du bist ein fucking Heuchler. Schnapp. Die Maske. Sarkas. Hier hat die Maske uns hingeschickt? Gehen wir zurück. Wir finden einen Umweg. Dankeschön. Siehst du? Mehr Heerläufer. Wir sind auf dem richtigen Weg. Bam. 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 Boah, die kommen wir noch. Upsi. Geht's dir gut? Zauber! Ui. Von Rüdiger. Erstmal ein bisschen Wuffi verwandeln. Hatte Neji das schon eine Woche platiniert? Ich hab Samstag, oder? Warst du Samstag fertig? Ich schaff das. So, da oben ist jetzt ein großes Loch. Könnte der neue Weg sein. Hey, bei uns ist alles gut, oder? Schätze schon. Vielleicht sind unsere Familien dazu bestimmt, Feinde zu sein. Aber wir nicht. Das glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass du eine tolle Walküre wärst. Das werde ich auch deiner Mutter sagen. Auch wenn sie mir echt Angst macht. Das bedeutet mir das viel. Das wollte ich nicht. Danke. Jetzt müssen wir ein Maskenteil finden. Ich bin sehr leise. Nein, es liegt an dir. Sorry. Was da? Das sieht edel aus. Das ist cool, das war auch cool. Was diese? Ah, ich glaube, das haben wir momentan. Nee, lass mir so. War ich das? Kisten im Vivarium, da bin ich mal gespannt, du. Das sagt mir nix. Hier geht's auch nicht weit. Was jetzt? Weiß nicht. Aber mein Bauchgefühl sagt mir, wir brauchen nicht hier. Stover! Sie ist durch
den Boden gebrochen. Vielleicht unser Weg hoch. Gehen wir runter und sehen nach. Ich bin gespannt. Hä? Ah. Ups, pardon. Jetzt laufen wir. In eine Gruppe Hehlläufer. Erledigen wir sie. Wow. Au. Uio. Wow. Was ist das? Eine Wiedergängerin. Ich halte sie für dich auf. Nein, ich schaff das. Oh, Lisa, abkotzen. Oh, der Herr. Geh mal bitte. Hey, war dir alles in Ordnung? Oh, das war knapp. Schön, Junge. Das ist so toll. Los, Junge. Bin Steinhuhn sehr, oder was? Sehr. Gruselig. Auf dem Gitter scheint noch mehr Klingstein zu sein. Sehr gut. Weiter. Hör doch auf, mir die Rätsel zu sagen. Was mit der? Was sagt die Maske? Also, das Signal der Maske ist etwas seltsam mit all diesen Hindernissen. Aber ich glaube, wir sind hier richtig. Du glaubst? Nice. Sauber! Ui, Augen auf! Hier. Wir haben Gesellschaft! Okay, okay. Wo. Ich bin noch nicht fertig. Galva. Ui. Vorsicht. Nice. Kistchen. Warte, hier lang? Klar. Veräppelst du mich etwa? Das hier muss gut laufen. Meine Familie muss sehen, was ich kann. Ich weiß. Geht mir auch so. Ja, ich merk schon. Ich muss hier lang. Maske? Wir müssen wohl hier durch. Noch Zeit für einen Schluggi. Lass mich das übernehmen. Also, das Ding wehrt sich mächtig. Siehst du was da drin? Yes. So. Gut. Was immer du getroffen hast, ist durch den Boden gekracht. Gehen wir nachsehen. Nice. Also, ich spreche viel von Mutter. Wie ist dein Vater so? Er ist heftig. Als würde er mich in eine Form pressen wollen. Aber ich heftig weiß nicht, ob gut. Ich das bin. Uff, tja, ich weiß genau, wie das ist. Allerdings weiß ich nicht, was ich will. Ich find's toll, dass du... Oh Mann. Was findet ihr an mir toll? Ein ganz großer. Mehr davon! Ich bin noch nicht fertig! Uiuiui. Ich bin gefroren, Alter. Ich glaube, ich habe keinen. Oh, doch. Nix von wegen Ripp. Ich
Oh, was? Woher? Das sind L3. Oh. Was nun? Was ist getan? Ja stimmt, mein Patronus habe ich auch noch. Bisschen übertrieben und ein bisschen. Ja, direkt Rätselstressmäßig. Was ist da los? Wo lang? Die Maske hat vorhin gerade ausgesagt, aber natürlich ist er versperrt. Vielleicht wollen sie die Leute draußen halten. Oder etwas. Oder etwas drin. Sehr, man kommt bestimmt anders vorbei. Das geht immer. Warum wolltest du Valkyrie werden? Das war nicht immer so. Nach einem Streit mit Mutter riss ich aus und sah sie trainieren. Irgendwie hatte jede ihrer Bewegungen ein genaues Ziel. Als wüssten sie genau, wo sie sein müssen. Und in dem Moment wusste ich es auch. Wir müssen wohl hier durch. War ein 24-Stunden-Stream. Und dank des Trainings kann ich... Zu schwer? Sei still. Es ist blockiert. Ich schau mal nach. Aber ich will den Rest hören. Abgemacht. Nicht schlecht. Ich weiß. Alter, warum ist sie so strong, gesagt, ey? Die Valkyren kämpfen zu sehen. So viel Kraft und Stil. Ohne Kompromisse. Zum ersten Mal sah ich meinen Weg vor mir. Ganz deutlich. Leider müssen Riesen der Prophezeiung folgen. Wen kümmert? Finde deinen eigenen Weg. Aber so wie echt? Wir es hier machen. Diggi, find einfach mal deinen eigenen Weg. So, mal sehen. Ich mach einen, wenn der Neshi eingemacht hat. Nax. Okay, sagt er. Ich mach Samstag, mach das. Und dann überlege ich mir, wann ich mir meinen mache. Ach nein, die Lücke ist nicht groß genug. Nein, da passt kein Pfeil durch. Auf, lass die das machen. Zur Seite, Hänfling. Uff, Hänfling, nenn ihn doch gleich Hobbit. Geschafft? Sieht so aus. Legen wir los! Kauber! Angst, Potter? Angst, Potter? Ohne Rachter und... Bam, Stufe! Erstmal Hack mitnehmen. Boah, guck, das hab ich nie vergessen. Erstmal der Schicksal hier helfen, du kannst ja nicht. Kannst ja nicht machen hier. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Nicht schlecht. Wir sind ein gutes Team. Ja. Wohin jetzt? Ich mach die ganze Arbeit. Laber mich nicht voll. 24 Stunden DVD-Stream, üff. Das hätten wir damals machen sollen, hätten wir easy gepackt. Wenn wir an der blöden Kiste vorbeikämen.
Wir müssen wohl da durch. Ist aber versperrt. Nee, wir müssen da lang. Das sehe ich schon. Aber wie kriegt die... Ich könnte sie bewegen. Aha! Kommst du jetzt hoch? Mach mal Räuberleiter. Versuch die Kiste auf der anderen Seite irgendwie abzuschneiden. Okay. Ich warte hier. So ging es natürlich auch. Ich komme da nicht so elegant rauf wie du. Welches Jawohl. Bier verkostest du gerade? Och, eine herrliche Frage von der Legendary Peanut. Wir haben hier heute gutes Bier aus Hessen. Gute. Schmeckt auch hervorragend, muss ich sagen. Und danach verköstigen wir noch ein Bier aus Bierstadt. Wiesbaden-Bierstadt. Ist quasi wie Göttingen. Und ich glaube, dann haben wir noch Moser Liesel kalt gestellt. Hm. Schmeckt einfach. Was soll ich euch sagen? Ingrid, war ich zu grob wegen ihres Großvaters? Sie sollte die Wahrheit wissen, oder? Ja, ist das Schwert Ingrid? Schätze ich auch. Hey, sprichst du mit mir? Nein, ich spreche mit Ingrid. Aha. Ingrid, tatsächlich. Ja. Hab ich vergessen. Ich warte. Hast du auch Jünglingbier aus Taunusstein? Müsste ich gucken. Ich glaube nicht. Aber ich guck. Von wo aus kann ich die Kiste besser sehen? Jaunfer! Geschafft! Ich sollte zurück. Oh. Hey, was ist da draußen los? Geht's dir gut? Ich schaff's schon. Sehr gut, Loki. Mach sie platt. Ah, boah, Dr. Strange Move. Wieder ein Flieg. Elva Hopper! Stupid! Oike! Das ist ja noch eine. He dead, bruh. Nax. Das The Churchy spielt auch gerade God of War, wenn ich das richtig erkenne. Gefällt mir. Was? Machen wir heute die 200? Als ob. Bei 199 mach ich den Stream aus. Seid doch nicht so vorhersehbar. Was ist mit euch? Ich habe vor, einfach wirklich. Ups, 199. Hey, was ist da draußen los? Wird's dir gut? Ich schaff's schon. Sehr gut, Loki. Mach sie platt. Au, 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 au. Erstmal ein paar Promos hier. Bam, 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 bam. Den check ich noch nicht so ganz, muss ich sagen. Erstmal die killen. Kotzt. Lukas ist erst dreimal gestorben. Spielt er denn auch auf schwer? Und jetzt sagst du, ja, lügst du. Hab ich die weggenatzt. Easy. Oh, meine Nase ist kitzeling. Gut, der Weg ist frei. Los geht's. Wow, die Maske dreht durch. Wir sind fast da. Die Gedanken sind frei. Bam. Ui, 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 ui. Ich höre was.
Was war das? Jetzt nach, gibt's gleich einen Bossfight? Ich freue mich. Ist vermutlich nichts. Klingt aber nicht nach nichts. Yep. Wir müssen hier weg. Aber die Maske. Wir sind so nah dran. Gell? Und ich glaube, der ist nicht gefährlich. Sehen wir hier gerade dasselbe? Den sehe ich erst jetzt. Vielleicht ist er aus gutem Grund angekettet. Ich kann fühlen, was er fühlt. Er ist so ein Riesending. Er will einfach nur frei sein. Das Teil muss hinter ihm sein. Vertrau mir. Zuerst das Schloss, das nicht in der Nähe der Zähne ist. Wach auf. Machen wir das jetzt oder nicht? Na los. Ui. Na also. Schläf tief und fest. Auf zum nächsten. Auf, wo bist du? Gutes Bier einfach. Da. Anscheinend war noch einer unter seinem Fuß. Boah. Sieht böse aus. Oh, Achtung! Gern geschehen, räudiger Köter. Oha. Sehen wir in der Kammer von ihm nach. Hä? Was zum heiligen Strohsack? Eine Sackgasse? Sag mir, dass es unten im Wasser ist oder so. Da ist... Wie? Sie reagiert nicht mehr. Das ist noch nie passiert. Du sagtest, ich soll dir vertrauen. Und wir haben dieses Ding befreit. Großvater bringt mich um. Wir müssen hier weg. Komm schon. Schwätz mir keinen Wespernrucksack. Ich mach das. Trud, warte. Vielleicht haben wir es übersehen. Vielleicht ist es hier irgendwo. Trud. Alles wird gut. Wie kannst du das sagen? Ich hätte nicht auf dich hören sollen. Wenn ich einen Fehler gemacht habe, bringe ich es in Ordnung. Ich finde das Teil. Renn vor. Ich brauch dich nicht. Piss dich. You're free to go. Guck mal, da ist ein Riss allerdings. Du unfassbar, unfähiger Volltrottel! Wer hat den jetzt wieder eingeladen? Niemand. Niemand hat irgendjemand gerade im Chat oder hier, habe ich es nicht gehört, hat hier gerade irgendjemand nach einem Vollspasten gefragt? Nein. Niemand. Was macht er dann gerade hier? Du weißt, dass das Ding Löcher zwischen den Welten reißt, ja? Tja, ich hätte wohl auch nichts anderes erwarten dürfen von einem Halbblut. Nenn mich nicht Halbblut! Ich werde dich nennen, wie es mir gefällt, Kleiner. Lass ihn in Ruhe. Es war ein Fehler. Nein! Der Fehler war, dich glauben zu lassen, dass du schon bereit wärst. Du hast ihm geholfen, oder? Auf wessen Seite stehst du überhaupt, Püppchen? Uff, schlag ihn. Find es doch heraus. Oh. Und was willst du jetzt genau unternehmen? Weißt du, jeder hier nimmt Rücksicht auf dich, denn sie fürchten sich vor deinem Vater. Sie ist wieder cool. Doch ich nicht. Dieser fette, betrunkene, nutzlose Versager! Hey! Nochmal! Ja, die Dummheit fällt nicht sehr weit vom Stamm. Na dann mal los!
versuch dein Bestes. Uff, der ist der Frau in den Arsch gegangen. Du hast noch viel zu lernen, Kleine. Als erstes, wer deine Familie ist und wer eben nicht. Warte nur, bis ich eine Walküre bin. Oh. Du glaubst tatsächlich, der Allvater würde dir das erlauben? Bitte, lass doch dieses kleine Wiesel nicht deine Wahnvorstellungen noch unterstützen. Es reicht! So knapp. Stopp! Er will dich nur wütend machen. Ja? Das hat er. Gefällt mir, die Blitze. Wow! Ihr Kinder seid ermüdend. Seid ihr jetzt fertig mit eurem kleinen Trotzanfall? Dann sollten wir gehen. Ich kann es nämlich kaum erwarten, wie ihr diesen Riesenschlamassel dem Allvater erklärt. Oh, das wird einfach großartig. Bugen! Hey, wieso gehen wir zurück? Wo gehst du hin? Verdammt, er ist nicht hier. Vielleicht im Arbeitszimmer. Oh Mann. Würdest du mit Heimdall ein Bier trinken gehen, so privat? Ganz ehrlich. Nee. Nee, da, keine Ahnung. Trinke ich lieber Glas oder Rasierklingen? Nachdem der Altvater ihn mit eingezogenem Schwanz weggeschickt hat? Wohl kaum. Und du? Loki von den Jätnar. Deine Inkompetenz verfolgt mich. Mit Thrud? Ja, schon eher. Jetzt, wo sie Heimdall eine geben wollte. Im Ernst. Ich finde die Nuancen und Abstufungen deiner Unfähigkeit fast schon... Und ihrer Löwenmiene. ...rührend. Wenn wir deine Nutzlosigkeit als Brennstoff nutzen könnten, könnten wir die ganze Stadt beheizen. Gut, ich bin schuld. Aber lass sie da raus. Ich brauche deine Hilfe nicht. Verzeih. Spar dir das für den Allvater. Wir haben viel zu besprechen. Loki, ich komme zu dir, wenn ich hier fertig bin. Dauert nicht lang. Na gut. Meine Mission verlief recht gut, Allvater. Der besprochene Gegenstand ist da. Die Maske hingegen, nun ja... Sie sind ja nur Kinder. Die Erwachsenen müssen jetzt reden, Loki. Geh lieber spielen. Scheiße. Vielen Dank auch. Thrud, ich will es nicht hören. Alles war gut, bis du aufgetaucht bist. Ich mach's wieder gut. Ich schwöre. Komm, wir gehen kuscheln. Ich will jetzt nicht reden. Was jetzt? Was? Ich hab's verbockt. In solchen Momenten fehlt mir Zuhause. Ingrid, hast du ein Zuhause, bevor du herkommst? Jemand, der sich um dich gekümmert hat? Das klingt wie ein Ja. Vielleicht kann ich dir helfen, sie zu finden. Ohne es zu vermasseln. Na, klingt das gut? Wart ihr das? Gut ausgestattet. Wo fange ich an? Ah, fuck. Ah, fuck, ich hätte noch so einen Stein kaufen sollen. Nein, der Allvater war das. Gut ausgestattet. Wo fange ich an?
Okay. Mir juckt eine Fingerkuppe. Bevor wir die nächste Mission machen, tätig Sarah. Holen wir uns das Bierstätte, tätig Sarah, ja? Also Leute, bis gleich. So, Leute. Könnt ihr es lesen? Natürliches Helles. Der Bierstadt. Kann man es lesen? Ist tatsächlich aus Bierstadt. Das ist Bierstadt der Gold. Aus Wiesbaden. Versteht ihr? Aus Wiesbaden. Wiesbaden Bierstadt. Ui. Ein helles, ne? Ein naturtrübes helles. Ja, ja, das habe ich gerochen. Ja. Okay. Dann sage ich, gell? Prost. A la Prost, gell? Die Leute meinen, ich hätte abgeschmatzt, aber das ist Quatsch. Oh nee, es schmeckt mir sehr gut. Sehr, sehr gut. Das sollten wir uns vielleicht überlegen. Da vielleicht mal so eine Art Kooperationsvertrag einzugehen. Nicht wahr? Nicht wahr? Nicht wahr? So, aber nicht weiter Schnacke, weiter im Text. Zack. Wer hat da klopft? Guck, guck. Darf ich reinkommen? Schau mal, wer da ist. Guck, guck, kleine Schlampe. Ich habe gehört, was Heimdall gesagt hat. Ich würde es gern von dir hören. Was war los? Es war nicht da. Ich lag falsch. Tja, wir alle machen Fehler, Junge. Doch Garn befreien. Das war ein großer. Chaos breitet sich bereits in den anderen Welten aus. Wir sind sicher, hier in Asgard. Doch überall sonst? Ich glaube, ich will jetzt nach Hause. Na schön, wenn du das willst. Ich habe dir schon gesagt, du bist kein Gefangener hier. Du entscheidest. Geh, denke nach. Sicher kommst du wieder. Doch bevor du gehst, brauche ich die Maske zurück. Nicht, dass ich dir nicht trauen würde, du verstehst. Es ist eine Gesellschaft. Josef Fritzl sperrt mich im Keller Ingrid? Ein. Das müssen wir Ingrid auch noch abgeben. Bitte, ich muss gehen. Was noch? Und Loki, wenn du dich bereit fühlst, unsere Arbeit hier wieder fortzuführen, dann wird dich Hugin in deinem alten Haus erwarten. Du lagst falsch, aber dennoch bist du hier weiterhin willkommen. Oh,
Und sag Hallo zu Mimir von mir. Dass ich mal so froh sein würde, zurück zu sein. Wenn du bleibst, musst du vielleicht eine Weile warten. Schauen wir mal. Natürlich. So ja. Ich warte die ganze Zeit ab und dann friert er mich ein. Ich krieg den nächsten Schlag. Fuck. Hat er ihm das Schwert nicht geschenkt? Boah, weiß ich nicht mehr. Ich glaube eher nicht. Ich glaube eher nicht. Natürlich. Oh. Oh, Mann. Oh, fucking Dr. Strange. Oh, fuck. Er ist so ein Patronus. Siehst du mal, wie lange du nicht mehr gespielt hast? 17 Tage. Waren's, glaube ich. Bam, bam. Ich sollte schnell zum mystischen Tor. Odin hatte recht. Garm befreien. Wie konnte ich es so vermasseln? Nein, das war gut, das war gut. Die Maske ist voll abgekackt bei dem Wolf. Also dann, ich werde ihm gegenübertreten. Diesmal laufe ich nicht weg. Flashbang, gut. Flashbang. Fast zu Hause. Es ist gut. Alles wird gut. Flashbang. Nein, nein, nein. Du bist es. Warte. Du bist es. Leine. Kommst du gelaufen? Hör mal was, ja? Atreus, pass auf! Oh, das geht hier rein. Das ist ja quasi seine Schuld. Kann das warten? Wir werden hier angegriffen. Kein Ende. Ich muss den Weltenriss schließen. Atreus, halt die mir vom Leib. Erstmal hier verwandeln. Nichts leichter als das wäre, ey. Bam. Alter, ey, Atreus ist als Wolf immer mindestens genauso krass wie sein Dad von dem. Ich brauche mehr Kraft! Atreus! Komm, hilf mir mit dem Zauber! Ich leite dich an! Wie soll ich das machen? Sag mir wann! Laisa Riva! Laisa Riva! Laisa Riva! Atreus! Oh, jetzt kommt schon Kratos. Vater! Hoch mit dir. Hilf Freya, ich werde sie ablenken. Spartaner Zorn ausgerüstet. Wer ist das? Okay. Danke mir. Ein Moment zu spät. Oh, schade, ich wollte mal mit meiner 3 Move machen.
Ach ja, find mich jetzt doch schon wieder rein. Ja, das ist schon ein bisschen cool so. R3. Okay. Kratos, was ist los? Steh auf. Ist es vorbei? Trotz deiner Untätigkeit. Wo ist Atreus? Atreus? Hat der Ausreißer all das hier mitgebracht? Jetzt halt still! Ich sag doch, das ist nichts! Oh. Du blutest. Heul nicht so rum. Oh, da ist er. Knall ihm eine. Er hat's verdient. Einfach so R2 für Slap. Bap. Wie nenne ich dich? Okay, das ist cute. Schuld. Die Hehlläufer sind überall. Überall. Das ist nicht deine Schuld. Doch ist es. Da war ein Wolf in Hehl. Er war in Ketten und ich hab ihn befreit. Ich dachte, wenn... Garm! Ach, verdammt, Junge! Garm ist frei! Garm? Garm wurde befreit? Das ist Wahnsinn, aber doch nicht von dir, Kleiner. Wenn der Hund von Hehl frei ist, zerstört er das Gefüge der Welten. Hehlläufer sind erst der Anfang. Wie konntest du nur? Ja, das einen Fehler zu nennen, wäre noch untertrieben. Was trieb dich zu so einer Tat? Ist das Lokis Werk? Genug. Lasst ihn. Atreus hat einen Fehler gemacht. Wir werden ihn... gemeinsam beheben. Toll. Ehre. Wenn es euch nichts ausmacht, bleibe ich hier. Ich hab die Nase voll von Helheim. Wiedervereinigung. Ein Problem. Ich kenne keinen Weg zurück nach Helheim. Frag mal das Eichhörnchen. Ich muss sofort mit euch sprechen. Spartanische Methoden. Das ist von äußerster Dringlichkeit. Oh shit. Wie schmeiße ich den Speer? Wir müssen wirklich reden. Sofort. Herrschaften, entschuldigt meinen schroffen Ton. Aber was zurzeit in Helheim passiert, ist vollkommen inakzeptabel. Ich muss darauf bestehen, dass... Wir gehen ja. Wir gehen. Und bitte. Uff, der Dave ist auch da. Speer wirfst du wie die Axt. Warum hat er es nicht gemacht? Naja, vielleicht weiß ich. Ja, jetzt macht er es. Komisch. Ich bin... erleichtert, dass du sicher bist. Na gut. Wow. Vielleicht sollte ich öfter weglaufen. Atreus. Nur Spaß. Tut mir leid. Hast du denn den neuen Speer her? Brock hat ihn gemacht. Aus Röpnir. Was ist das? Ein Ring. Was hat es mit ihm auf sich? Ich weiß es nicht. Du warst nicht da, um zu fragen.
Geht an dem Glockenspiel nicht, ja, ich glaube. Oh. Atreus. Er hat bestimmt nur Angst. Er hat wirklich lange Ketten. Der will nur spielen. Tut mir nicht weh, ja? Eine verzweifelte Kreatur kann die gefährlichste sein. Ich weiß. Der will nur spielen. Kann ich. Das interessiert mich jetzt. Na los, wir müssen rüber, bevor ihr noch mehr Weltenrisse öffnet. Das war nice. Wo bin ich doch? Kann dein neuer Speer das Teil aus der Wand brechen? Sieht recht brüchig aus. Halten Sie L2 drücken. Oh, Windkräfte? Toll! Hm. Wollte Odin, dass du die Kreatur befreist? Was? Nein! Warum? Arbeitest du nicht für ihn? Es ist nicht, wie du denkst. Was er auch verspricht, man kann ihm nicht trauen. Tu ich nicht. Aber er hat etwas, das ich brauche. Es ist schwer zu erklären. Okay, das ist nice. Ups. Wow, sieht kalt aus. Ja, die Finisher sind halt echt nice, ne? Ich geb's zu. Der Speer ist nice. Mir wäre trotzdem der Hammer lieber. Oh. Wir müssen da hoch. Aber das Eis ist im Weg. Ich erledige das. Muss das aus einem anderen Winkel gekillt werden, ja, ne? Vor allem das Eis gekillt, Kekwe. Oh. Der Wind deiner Flügel. Das klappt nicht. Das sehe ich. Vielleicht ein anderer Winkel. Hast du etwas nicht getroffen? Habt ihr mir jetzt schon gesagt, dass das nicht klappt, obwohl ich gar nicht da war? Schon super edel. Deine Arbeit für Odin. Du sagtest, es sei schwer zu erklären. Warum? Du musst mir einfach vertrauen. Ich weiß, dass es zu viel verlangt. Aber kannst du vielleicht... Was hat er, das du brauchst? Warum sagst du es mir nicht? Es ist kompliziert. Was ist mit dir? Warum hast du eine neue Waffe? Ich dachte, du wolltest keinen Krieg. Will ich nicht. Aber... Das ist kompliziert. Schachmatt, Kratos. Ich finde es auch geil, dass es einfach so eine Shotgun ist. Jeder hat seine Geheimnisse. Manchmal ist es der einzige Weg, um seine Lieben zu schützen. Und sorge dich nicht wegen Odin. Ich gehe nicht zurück. Das ist gut zu wissen. Ein Riesenriss. Ein Weltenriss. Gamba 30. Ich glaube, ich weiß, wie Freya einen verschloss. Wenn es geht, halte die Feinde fern. Mache ich. Sag, wenn du bereit bist. Jo, Moment. Wenn wir diesen Heerläufern da folgen, finden wir bestimmt Garm. Leiser. Riva.
Leiser, Riva! Oh, dein fucking Ernst? Kurz sich drauf geachtet im Instant Rip. Aber das, also das Rage ist ganz nice, gebe ich zu, die neue Art. Aber. Bitte Person X für Dauer. X ist immer Haggis, ja. Was ist das? Oh, okay. Das ist geil. Ich geb's zu. Der ist geil. Ich geb's ja zu, verdammte Axt. Oh, dein Ernst. Oh, das war nicht schlau, Kratos. Das war nicht schlau, das war nicht schlau. Geschafft! Das war bestimmt nicht der Einzige dort. Halten wir weiter die Augen offen. Danke, dass du mitgekommen bist. Das musstest du nicht. Ich bin dein Vater. Ich helfe immer. Solange ich kann. Ja. Gut zu wissen. Erzähl, was hast du in Asgard gemacht? Ich habe Dinge für Odin übersetzt. Ich habe diese Maske gefunden, mit der ein magischer Riss verbunden ist. Ist alles irgendwie kompliziert. Ja, aber ich habe Leute in meinem Alter getroffen. Freunde gefunden. Ich hoffe, wir sind noch Freunde. Man darf Odins Gefolgslocken nicht trauen. Leuten zu trauen muss nicht schlecht sein. Es schadet dem Urteilsvermögen. Vielleicht, aber ich habe die Einsamkeit satt. Atreus. Finden wir raus, wie dieses Tor funktioniert, ja? Oh. Ich hoffe, ich blende nicht am Ende vom Game. Wer war's? Die Peanut. Wer sonst? Hat blockiert, wenn das Tor oben ist. Ja. Oik. Siegelpfeile bringen da wohl nicht. Ja. Neuen Pfeilen. Die verketten Elemente. Ja! 300 IQ. Aha, Hauptsache beim ersten Gegner Mal. Gegner von links! Und der haut einfach ab! Hast du gesehen, was für ein Batman-Move der gemacht hat? Ein Stich. Einfach nur ein Stich. Und ich war gerade RIP einfach. Ich hab mal wieder Bock auf die Chaos-Klingen. Gegner von links! Sein Schutz! Gut, da
Der hat trotzdem voll da den Abdampfer gemacht. Habt ihr das gesehen? Da ist er! Siehst du das? Er reißt die ganze Welt in Stücke. Granate! Geil. Los, wir müssen ihn aufhalten. Ich weiß nicht, was du meinst, wie was ich meine. Du musst Hallus haben. Meinst du Atreus? Ach, da hinten ist der Doggo. Hab den nicht gesehen. Atreus hat den High Ground eben gesucht. Die Pussy hat sich einfach versteckt. So ein Ding ist das. Da hinten ist der. Den gar nicht gesehen eben. Gucken erstmal, was hier so abgeht. Und tschüss. Was? Geht doch. Was hier so? Nichts? Das ist bestimmt der Rückweg, hä? Aber warum ist hier so eine Riesengranate? Egal. Ah, ich weiß jetzt, warum wir da runter mussten. Kek weh. Dein Speer passen könnte, ja, ja. Schwert's gut nicht müde. Trau dich, trau dich. Ich hab was für dich. Fang! Durchbrich seinen Schuss! Erwischt! Findest Speer besser als Klingen oder Axt? Ich weiß. Besser weiß ich nicht. Dafür bin ich, glaube ich, noch zu früh. Aber er ist schon cool. Er ist schon sehr, sehr cool. Gebe ich zu. Wirf nochmal. So, sowas ist halt nice, ne? So zack, zack, zack. Und dann. Bam. Einfach rippen. Einfach rippt der Boy. Oh, das ist Atreus. Das ist halt schon einfach, ist einfach nice. Da kommt er! Aber so Gasklingen sind halt epic. Die Axt ist halt auch einfach nice, ne? Ist alles geil. Aber ein Hammer wäre halt der Hammer. Schwerer Runenangriff. Show me. Was habe ich jetzt? Eruption. Ach, das ist dieses. Batz. Nehmen wir mal das. Was ist das hier? Warum liegt ein Laserschwert? Fühlst. Aber deine Entscheidung, nach Asgard zu gehen, hilf mir, sie zu verstehen. Odin will Ragnarök nicht. Ich weiß, ihm ist nicht zu trauen. Kuss. Aber ich brauchte seine Hilfe. Ich kann Ragnarök auch nicht zulassen. Ich hätte dir geholfen. Ich weiß, aber... Halt! Er ist hier! Beruhig ihn! Sprich Pasel! Ist gut. Ist schon gut. Alles gut. Ganz ruhig. Ruhig. Warte, wir wollen nur... Und weg war.
Euch! Geht's dir gut? Ja, ja, klar. Oh, shit. Der Kampf war doch einfach gewonnen. Sprich Parsel, auf sowas kommst du nur du. Stop it. Sie sind doch alle gerade im Hogwarts. Im Hogwarts-Fieber. Hat er gedacht, ich sehe nicht. Das war so knapp. Echt? Deswegen sind die jetzt verreckt, weil die 3 Meter gedroppt sind? Na los! Ja, nehm ich, Alter. Nehm ich. Das erklärt, warum der eine eben so schnell verreckt ist. Ich dachte schon, hä? Hä? Jetzt kann auch Atreus auf einmal vorgehen, gell? Wenn keine Gegner da sind. Wenn Odin wirklich vermeiden will, sind wir uns einig. Wo stand der Speer? Zu deinem Schutz. Hast du dafür keine anderen Waffen? Geil. Was machen die denn hier? Sie sind tot. Oh, ja. Gutes Argument. Oinka! Wieso stand da Viereck? Autsch! Du kommst klar? Autsch! Aber es ist ganz gut, dass Mimir nicht da ist, weil seine gehässigen Kommentare, wo wir gerade hier so Bonding betreiben, wäre ein bisschen unpassend. Mit dieser Shotgun kann man halt hier voll geil aufräumen. Aber kein Hack. Ein Springer. Ich hasse es, gegen die zu kämpfen, wenn sie leben. Okay. Olka! Whoopsie, da habe ich wohl ein bisschen jemanden kleines bisschen unterschätzt. Na gut. Bin ich der Attacke gerade perfekt gedodged mit meinem Angriff? Boah, ist der, wie hat er sich denn gerade mitgedreht, Alter? Schon wieder. Jetzt komm und. Stop. Die Axt ist das leuchtende Ding! Wieso, der brennt doch schon. Oh. Get out of my face. Easy. Merkt man kaum, dass ich so schwer spiele, weil ich einfach so gut bin. Warum dann der Speer? Ich hab geredet. Jetzt bist du dran. Wir sind nicht gleich. Ich bin der Vater. Du weißt der Frage aus. Hätte Schmasel nicht einen Tod hinzufügen müssen? Wieso Schmasel? Das könnt ihr alle. Ah, okay.
Euka. Lyptus Bonbon. Bitte. Dann los. Plus 10, sagt sie. Ich glaube eher, dass der eine sogar gelogen ist, ihr Schweine. Ich glaube, das erfindet der Dave gerade nur. So, Schmassel hat 2 Minuten nichts in Z geschrieben. Mal behaupten, er ist schnell gestorben. Keck weh. Sollen wir hier runter gehen? Können wir hier runter? Oh, wir können nicht hier runter. Ich muss Puffer machen in den Run vor 3 Jahren. Bring die nicht um, ja? Ich verspreche nichts. Aber ich versuche, die Bestie nicht zu töten. Okay. Machen wir so. Machen wir so? Haben wir keinen Stress, ja? Get out of my face, yo! Gott sei Dank morgen Homeoffice, ja Mann. Tät mich so ankotzen, wenn ich morgen arbeiten täten müsst. Aber da scheint eine Mulde in der Wand zu sein. Arbeiten täten müsst. Diese Shotgun, die ist so saftig einfach. Oh, das war dumm. Grüße gehen raus an Double Day. Und damit weinen wir nicht unsere weiblichen Zuschauer. Was ist diese? Leichter Runenangriff, schau mir. Das ist ein Schlitz, was ist das? Nee, wir probieren mir das noch Schlitz, weil wir haben noch nicht viele Runenangriffe mit dem Speer gemacht, muss ich ehrlich zugeben. Wie ist der Plan? Ich gehe eher Schritt für Schritt vor. Sprichst aber nicht von Garm. Du kannst Odin nicht überlisten. Bis jetzt klappt es. Wirklich. Okay. Was jetzt? Ich versuche ihn zu zähmen. Zähmen? Ja, ich habe schon Wölfe gesehen. Ja, und der ist halt einfach nur 15 Meter groß. Ist doch selber. Oh, wie ich wieder Schrot. Oh, komm, das machen wir jetzt gerade mal. Schlitz. Okay, ist edel. Oh, sorry. Ist eine wieso, Menge Eis an dir. Wieso frier ich denn jetzt? Lyptus Bonbon. Das war die, oder? Ihr Schweine, wart ihr das? Aber tatsächlich habe ich eine Nachricht vom Churchy. Die kam sogar in derselben Minute. 20:30 beides, WTF. Gut, ich lenke Gamma. Getan. Du frisst mit der Axt deine Ketten ein, damit er nicht davonläuft und sie einhält. Nein, zu gefährlich. Das ist ein guter Plan. Los! Warte! Uff. Stimmt, der kann ja auch ein Wolf sein. Ja, gleich. Ich muss erstmal hier aufräumen. Ui.
Oh, oh. Atreus, los! Oh, 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 oh. Voll die gute Idee, Atreus. Wir sind fast. Deine Verwandlung. Hat Odin dich gelehrt, sie zu kontrollieren? Nein. Wir verlassen uns nicht auf sein Wissen. Nächstes Mal machen wir es auf meine Art. Jawohl. Wir mögen Kratos Art. Guck mal, wie easy der die Tür aufmacht. Nicht so wie Thrud. Hab ich den weggejietet oder was? Pardon. Du bist eingefroren. Geht's dir gut? Geil. Warum ging das nicht? Ist das nicht absichtlich vermasselt, oder? Und wer hat hier kein Vertrauen? Tut mir leid, ich war ungerecht. Aber das klappt. Geduld. Wir finden einen Weg. Über dir! Oh. Vorsicht! Dein Ernst? Nicht. Oh, ernsthaft. Nee. Pass auf, linke Seite. Ich bin zu unkonzentriert. Cool. Heißt dann wohl. Das heißt das, was du glaubst. Aber könnten wir nicht? Wir haben die Macht, den Schaden durch diese Kreatur einzudämmen. Wir nutzen sie. Na gut. Kam er von da? Oder kam er von da? Nee, wir kamen von da. Okay. Oh, wie schnell ich jetzt das Hack einfach einsammeln kann. Siehst du das? Oh, Doggo. Nein, nicht. Warum? Ja. Oh. Warum müssen wir Doro jetzt killen? Moin, Meister. Ihr müsst uns nicht bekämpfen. Das ergibt keinen Sinn, Atreus. Der Tränkler hat es dann auch endlich mal geschafft. Oh.
habe ich mich vergessen. Pass auf die Ketten auf! Gut, jetzt weiß ich, warum sie ihn eingesperrt haben. Hey, greif zu! So viel Zeit muss sein. Worauf wartest du? Hält die mich an? Nicht zu helfen, oder? Keine Wahl! Was geschehen? Ich muss meinen Spartas Rage ändern. Zorn. Keine Gnade zeigen. Warum nix TS denn? Wir müssen es so probieren. Das ist total gut. Nein, alles zu zerstören! Deine Kette steckt im Boden fest. Ja. Jetzt zieh an der Kette! Schnell! Wieder oben! Er steht wieder! Haut er jetzt ab? Neue Phase? Er macht sich voll angriffsbereit. Oh, ich bin tot. Boah, Gott sei Dank. Gerade da vorne den Heilungsstein gesehen. Fuck, Mann. Ui. Eins, acht, sieben. Mach's gut, du Lappen! Das hat gerade zeitlich sehr gut gepasst. Ich hab immer den Glück, ey. Schade, ich hab echt gedacht, wir zählen den Wolf. Ui.
Es ist vorbei. Ich wünschte, es hätte nicht so enden müssen. Ich bin schuld, dass er frei war. Und tot ist. Manchmal gibt es keinen anderen Weg. Ich weiß. Uff. Rip. Rip Doggo. Rip Big Doggo. Holy shit. Gute Mark, Alter. Ich hoffe, bei dir ist alles fresh. Uff, ey. Rip. Rip Remus. Geht soweit bei dir? Läuft, läuft. Mal wieder am Streamen. Nach wieder so zweieinhalb Wochen. Können wir jetzt nach Hause? Aber Bock, Alter. Ich weiß. Verschließ dein Herz davor. Nächste versperrte Tür. Erhalten Sie alle Schilde. Ansturmschild. Schon irgendwie cool. Ich habe Black Black. For real? Ich kenne die Hälfte von euch nicht halb so gut, wie ich es gern möchte, und ich mag weniger als die Hälfte von euch auch nur halb so gern, wie ihr es verdient. Hast du eine Idee? Vielleicht können wir mit meinen Siegeln den Frost zum Rat bringen. Als du weg warst, war ich bei den Nornen. Sie sagten mir, Heimdall wollte dich in Asgard töten. Heimdall? Die Nornen? Daran glaubst du nicht. Peter nicht mögen. Das ist eine Doppelkette. Wir müssen weg. Oh. Los, das Loch im Boot. Zurück? Was machen wir jetzt? Ich weiß es nicht. Weißt es nicht? Bleib nicht stehen. Lauf! Wohin? Zur Treppe. Nach draußen. Der Froschi-Shotgun, der Froschi-Shotgun. Oh, fuck. Ist eine Menge Eis an dir. Oh. Edel. Team Doggo. Versperrt den Weg. Okay. Ach so. Wirf den Speer auf sein Bein.
gute Idee, Atreus. Team Doggo, Team Doggo. Oh, ihr kommt auf, ihr kriegt erstmal eine Shotgun ab. Vorsicht! Komm, Atreus. Wer hat den Corgi geschickt? Die Peanut. Wenn wir ihn nicht finden, überschwemmen die Toten weiter die Welten. Die Welten stürzen ein. Du musst deinen Geist beruhigen lernen. Vielleicht weiß ich, dass ich Chaos brauche. Was hast du noch gelernt? Dass wir einander vertrauen müssen. Ich will ihn nicht töten. Nicht ein zweites Mal. Hast du das? Wo ist der? Pass auf! Geht's dir gut? Ja, jetzt kämpfen wir. Auf ein neues! Oh. Du sagst, er nur zeigt schwer, er muss Schwachstellen haben. Er will sich. Er will auf die Stelle anhalten. Siehst du sie? Was müssen wir tun? Wir müssen ihn finden. Los! Oh, hat er da eine Seele eingepflanzt? Aber der hat doch da gerade einfach nur gerade Uppercut in seinen Kopf. Schätze, er ist hier lang gekommen. Suchen wir einen anderen Weg hoch. Was hast du getan? Der Zauber, bei dem du mich zu Hause sahst, als Fenrir starb. Ich wusste es nicht, aber ich versetzte aus Versehen seine Seele in mein Messer. Seelen sind mächtig. Also dachte ich, Fenris könnte... seine Natur ändern. Ja, mal sehen, ob's geklappt hat. Uff. Okay. Also war ich gar nicht mal so schlecht. Midgard fand, bevor Freya angriff, sagtest du, du musst mich beschützen. Warum? Das war eine Prophezeiung. Du
lagst in meinen Armen. Dort. Ich sah sie auch in Jötunheim. Was? Du wusstest? Deshalb hast du mich so hart trainiert. Eines Tages wirst du überleben. Ohne mich. Das lasse ich nicht zu. Auf keinen Fall. Ich glaube, wir können Doggo behalten. Jede Reise geht mal zu Ende. Nicht unsere. Nicht so. Doch, doch, vertrau. Wenn der den Fenrir-Dings drin hat, dann ist der cute. Da kriegt er plötzlich sauberes Fell und so. Oh. Oh, juckt. Alles gut. Guck mal, der hat auch Augen jetzt auf einmal. Tut mir leid. Es ist vorbei. Versprochen. Fan? Bist du's? Oh! Ui. Braver Junge. Uff. Ja. Hast mir auch gefehlt. Ich war nicht sicher, ob's klappt. Cute. Geschafft! Sitz! Geil. Wie ist das möglich? Durch Riesenmagie. Ich hab dazugelernt. In Asgard. Das hat nichts damit zu tun. Mehr Geheimnisse. Nein. Ein Versprechen. Jemand hat es mir anvertraut. Wie zwischen dir und Mutter. Guck mal, wie es sich anpirscht. Siehst du, du kannst mir vertrauen. Heim. Es ist vollbracht. Wir sollten die anderen informieren. Den nächsten Schritt planen. Also, als die Nornen dir sagten, dass Heimdall mich töten will, dafür ist dein Speer gedacht, oder? Richtig. Heimdall ist ein Idiot, aber so bist du doch nicht mehr, oder? Ein Göttermörder. Du willst keinen Krieg. Göttermörder. Aber ich werde alles tun, damit du sicher bist. Göttermörder. Und wie ich Heimdall seine Fresse polieren will. Wenn es das Letzte ist, was ich tue in dem Game. Von mir aus kann Heimdall der Endboss sein. Hauptsache der ist RIP. Hier ist deine Blume. Ich tippe auf Seelenblüte. Wie viele muss ich davon sammeln? Euke. Ups. Eukalyptus. Toll, es ist offen. Vielleicht könnt ihr mit den Siegeln das Rad da oben einfrieren. Könnte schon funktionieren. Der Vater, passt aber nicht mehr ins Fass zum Schlafen. Außer du brauchst ein warum ganz großes Fass. Wenn es um dein Leben geht, gehe ich kein Risiko ein. Geht da oben ab? Hey, der da
Das Reichwelt. Sollen wir mit dir reden? Ja, klar. Wenn du kannst. Raschfelgen! Garmolai Sakerko! Sagt, dass es 6 Risse zu schließen gibt und wir keinen Dank erwarten sollen. Sie hätten nie geöffnet werden dürfen. Sie hat nicht Unrecht. Das ist der Shitbird aus Teil 1, ja. Das ist der Riesenvogel im Hintergrund, der eigentlich hätte man Boss werden sollen. Risse zu schließen. Das mystische Tor ist verschüttet. Ich mach das. Disput? Was ist? Ich war wieder zurückgekehrt zu meinem alten Wesen. Zornig. Argwöhnisch. Mit dir. Jetzt und vorher. Ich hab dich verjagt. Und ohne dich war ich leichtsinnig. Zu selbstsicher. Hab dumme Fehler gemacht. Ich dachte irgendwie, ich schaff das alleine. Du hattest recht. Nein. Auf unserer gemeinsamen Reise bist du ein Krieger geworden, deines Namens würdig. Ich war der, der nicht bereit war. Du musst nicht der sein, der du warst, nur weil ich nicht da bin. Versprechen wir es uns. Ich höre auf deine Stimme in meinem Kopf, wenn du nicht da bist. Zur Führung. Und du machst dasselbe. Ja? Ich muss wissen, dass du ohne mich klarkommst. Schon cute, Atreus. Es tut mir leid. Uff. Das muss es nicht, Vater. Mach's besser. Gehen wir heim. Emotional damage. Uff.
Guck sie dir an, Alter. Guck sie dir an, die zwei. Die zwei Cutesies. Nichts ist geschrieben, das nicht gelöscht werden kann. Weißt du noch? Prophezeiungen sollten nicht unsere Entscheidungen steuern. Dann schmieden wir unser eigenes Schicksal. Willst du noch was erledigen, bevor wir zu Sindri gehen? Nein. Zuerst holen wir Mimir. Dann sagst du uns, was du in Asgard erfahren hast. Danach sehen wir weiter. Das ist wirklich wie ein Bruder für dich, oder? Und was ist mit Freya? Die scheint inzwischen eingezogen zu sein. Als sie ihren Hass wieder auf Odin richtete, erkannte sie, dass unsere Interessen übereinstimmten. Ja, davon wollte ich sie auch überzeugen, aber... Wann war das? Oh, bevor ich dir erzählt habe, wo ich nachts war. Ach so. Sie hat mich nicht getötet. Ich habe nichts gesagt. Nee, kann man echt nicht. Ich Dreieck drücke, um das zurückzuholen. Kannst du den Chaos Kling auch nicht? Okay, erstmal gucken, was hier drin abgeht. Da sind wir wieder. Ihr seid es. Wie ist es gelaufen? Die Bestie macht uns keinen Ärger mehr. Das ist eine gute Nachricht. Der alte Garm ist also hinüber, ja? Ja, quasi. Atreus, deine Entscheidung nach Asgard zu gehen, nach allem, was er uns antat, das werde ich nie verstehen. Aber ich hoffe, du hast zumindest was Brauchbares für uns. Hm. Das hoffe ich auch. Kommt, ich zeig euch, was Odin treibt. Das hier ist ihm am wichtigsten. Mehr als Ragnarök und alles andere. Diese Maske. Erkennt sie jemand? Das Ding? Eine Sackgasse. Er hat schon damit rumgespielt, bevor ich ihn kannte. Ganz ehrlich, ich dachte, die Riesen hätten ihn damit aufs Kreuz gelegt. Oh, na gut. Nein. Du irrst dich, Mimir. Die Maske ist nicht gefälscht. Die Riesen schufen sie nicht. Und nur wenige sahen sie je in ihren Visionen. Sie kannten ihren Ursprung nicht, aber einige glaubten, man könne damit die Geheimnisse der Schöpfung selbst sehen. Ein Orakel? Mehr, viel mehr. Damit würde man eins mit der Quelle unendlichen Wissens. Das. Dafür hat Odin mich gequält. Und was meinst du? Kennst du's? Nein. An dieser Obsession hat er mich nie teilhaben lassen. Aber ich sage dir, selbst wenn Odin die Wahrheit sagt, seine Absichten sind falsch. Egal wie. Wir dürfen uns nicht ablenken lassen. Ist Heimdall unser Ziel oder nicht? Wir schreiben unser Schicksal neu. Auf andere Art. Dann gehe ich zurück nach Vanaheim. Wenn wir nicht gegen Odin kämpfen, sollte ich meinem Bruder helfen, ihn abzuwehren. Wir gehen zu ihr, wenn wir können. Sehe mir meine Notizen über die Maske an. Denke über einen Plan nach. Aber wenn du wohin willst, bin ich dabei.
Und hört zu, alle von euch. Es tut mir wirklich leid. Ich würde keinen absichtlich verletzen. Nun, wenn man sich das Bam. Wir wissen, du wolltest nichts Böses, Junge. Cindy? Sicher werde ich das. Irgendwann. Gut. Da ist das wohl. Manu. Ich will gerade einen Tisch machen. Ich hoffe, dass mir verziehen wird, dass ich vom Angriff der Heel-Leute nicht mehr tat. Meine Vorbehalte gegen Gewalt sollten nicht gelten, wenn das eigene Heim angegriffen wird. Und schon gar nicht von Untoten. Ja? Ich habe ein Schild. Schade. Schade. Wenn es wieder soweit ist, schade. Bin ich bereit. Ja, Trios Figur, die ist ja cute. Ich glaube, du schaffst das. Gut, mir wurde schon langsam langweilig. Verstehe ich noch nicht ganz. Und der Junge? Dann stellen wir mal was her. Die macht richtig guten Eindruck. Also, bevor wir nach Freya sehen, hast du in anderen Welten vielleicht noch irgendetwas zu erledigen? Der Junge würde sicher gern helfen. Ich hoffe, du willst aushalten. Soll es was Besonderes sein? Das kostet Kratos EP. Uff. So, Fähigkeiten. Ui. Das kostet auch EP, ne?
Kostet nur 500. Ui. So, haben wir alles ausgegeben, was wir haben. Zorn des Wolfes. Oh, die mochte ich eigentlich im ersten Teil. Aber jetzt habe ich natürlich keine Dings mehr. Ah, fuck. Schade. Alles gut. Ah, es braucht schon mehr als einen Pferd. Na schön. Alles gut. Tschüss. So. Aber Leute, ich glaube, das war's für heute. Oh, ich bin echt müde. Wir haben 2 Stunden auf dem Tacho, ey. Oh. Versuchen natürlich nächste Woche wieder. Du Kalb. 22 Stunden fehlen noch, was ein Typ. Aber ja, genau. Also, wie gesagt, dass wir 2 Stunden. Alles klar, Papi, kannst du auf mich verlassen? Nächste Woche, ja, genau, nächste Woche wieder 2 Stunden reinhauen. Finde ich Knorke, kriegen wir bestimmt hin. Grüße gehen natürlich raus wieder an alle: an Neji, an Peanut, an Bainclaw, an alle, die Bits und Subs und Dings rausgehauen haben. Wir sagen. Ben hat da wieder einen Furz rausgelassen, ne, da wo. Aber es bleibt mir nichts anderes zu sagen als gute Nacht, Freunde. Es ist Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Tschüss, du Betrüger. Gut's Nächtle, peace out, bleibt dran, folgt uns und so weiter. Ja, ich glaube, ich gehe ins Bett, morgen Homeoffice, uff. Und deswegen, wie sagt der Krieger? Wir sehen uns wieder. Macht's gut, Leute. Tschüss, du Betrüger.